Hallo ihr Lieben, ein neues Video von mir. Und zwar hat der Postbote eben geklingelt und hatte mir ein neues Paket geschickt. Und zwar, ich hatte auf ein Tauschpaket von der Angelina gewartet und das hat sie vor ungefähr 3 Wochen abgeschickt und ich habe schon wirklich nicht damit gerechnet. Und heute kam es dann tatsächlich an und ich konnte nicht warten, es auszupacken. Und es ist ja, also es ist schön. Ich freue mich wirklich über den Inhalt und es sind alles Sachen, die ich wirklich benutzen werde. Oder auch essen und trinken werde, weil sie hat auch so Lebensmittel und so reingepackt. Und ich fange gleich mal an mit dem ersten Produkt. Das kam mir gleich entgegen. Das ist so eine Glasflasche mit selbstgemachten Rhabarberlikör. Freue ich mich sehr drüber. Und ja, die nächste Party kommt bestimmt. Dann hat sie mir geschickt ein Balea Young Mademoiselle Chic Duschgel. Das riecht nach Schokolade und Orange. Und das ist, glaube ich, dieses Pariser Flair Duschgel. Und ich hatte alle anderen schon ausprobiert, außer das. Und ich muss sagen, es sagt mir wirklich zu, aber es ist ein bisschen schwer. Deswegen werde ich sagen, ich werde es wahrscheinlich erst im Winter, gegen den Winter hin benutzen. Aber es ist wirklich sehr, sehr schön. Und dann hat sie mir geschickt, Grießbrei, einfach nach klassischer Art und Grießbrei mit Vanillegeschmack. Freue ich mich sehr drüber, weil bei uns in Irland gibt es sowas hier nicht. Deswegen freue ich mich über solche Sachen immer ganz arg. Genießer-Creme-Schokolade und Genießer-Creme-Vanille. Ja, sowas gibt es bei uns auch nicht. So selbst so ein Grill-Joghurt oder Pudding gibt es bei uns leider nicht. Und dann, das ist neu, das kenne ich noch gar nicht. Das ist Couscous mit Früchten nach Art Orient. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich stehe so ein bisschen auf orientalische Sachen. Und da ist so Feige, Aprikose, Mandeln und so drin. Ich freue mich ganz arg. Das werde ich wahrscheinlich nachher irgendwie zum Kompott oder so essen. Dann hatte sie auch eine Schädens Luxusmaske reingepackt mit Gold, Champagner, Kaviar und Austern. Das ist wahrscheinlich so ziemlich das teuerste Produkt, was ich mir jemals ins Gesicht geschmiert habe, weil es ist mit echt Gold. Glaube ich jedenfalls, dass es mit Gold ist. Es sagt Kaviar-Extrakt, Gold, Shell-Extrakten, also Austern-Shell-Extrakten. Ich würde mal sagen, es ist eines der teuersten Produkte. Dann hatte sie mir noch Kassis-Joghurt ganz reingesteckt. Lecker, lecker, lecker. So was gibt es nämlich bei uns auch nicht. Dann hatte sie mir noch ganz viele Lollis reingesteckt. Und ganz viele Lollis von dem 2 und Hubba Bubba und so. Nee, das ist Chupa Chups, nicht Hubba Bubba. Naja. Ja, meine Kinderzeit ist auch schon ein bisschen länger vorbei. Deswegen kenne ich mich mit solchen Süßkram nicht mehr aus. Dann hat sie mir noch einen ganzen Arschvoll, wenn ich jetzt Arschvoll einfach mal sagen darf, Entschuldigung, da kommt meine Berliner Schnauze dabei raus, hat sie mir Teebeutel rübergeschickt. Finde ich ganz toll, weil bei uns in Irland gibt es so schwarzen oder grünen Tee. Und ja, jetzt freue ich mich ganz arg darüber. Das ist so Teekanne, orientalischer Tee oder auch Rossmann-Tee. Und ja, also da freue ich mich gerade ganz arg drüber. Kamille, Honig, Vanille, klingt lecker. Und da freue ich mich schon auf meine Tasse Tee dann später. Bisschen Schokolade noch hat sie reingepackt, so Milka. Und dann hat sie noch ein bisschen dekorative Kosmetik. Oh, Farbesalz, das ist mir noch gar nicht entgegengekommen. Mohn- und Orangenblüte Harmonie. Ja, da freue ich mich auch schon, wenn ich dann mal entspannen kann mit einem schönen Bad. Das ist von Rossmann und das werde ich garantiert morgen benutzen. Und jetzt kommen wir zu der dekorativen Kosmetik. Ach nee, dann hat sie mir noch reingelegt ein Duschgel von Body Shop. Das ist mit Lülü. Lass mich ganz schnell gucken. Steht gar nicht drauf, was das ist mit. Das sieht aber mehr so nach Moringa-Duschgel. Ja, das weiß ich nicht. Das sieht so aus wie so. Das riecht nach Magnolie oder so, glaube ich. Ja. Delicate Floral Soap Free Cleansing. Ja. Finde ich ganz toll. Ich finde Body Shop-Produkte finde ich ganz schön, aber der Preis, der. Der haut mich immer nicht so um, deswegen kaufe ich da nicht so gerne, obwohl die Produkte einfach ganz toll sind. Dann hat sie mir noch gekauft einen wunderschönen P2 Nagellack in der Nummer 691 Can't Get Enough und die Farbe ist einfach mega, mega geil. Weil es so schön ist, mache ich es gleich einfach mal auf und mache es mir auf den Daumen. Oh, die ist so schön. Ich finde bei P2-Lacken, obwohl die so sehr billig sind, so 2,95 oder so kosten die, glaube ich, ne, sind die sehr, sehr deckend. Und die können definitiv mit so einem Essie-Nagellack mithalten, der irgendwie so 8 Euro kostet. Und dann habe ich mir den jetzt hier mal abgetragen. Der ist wunderschön, ne? Ich finde die Farbe ganz toll, die sieht sehr elegant aus. Und dann hat sie mir noch einen geschickt, und zwar die 543 Break the Rules.
den finde ich, das ist ein ganz schöner bonbonfarbener Nagellack. Den trage ich auch gleich mal auf. Und ach, die haben auch die neuen Pinsel und alles. Früher hatten die immer diese runden Pinsel, stehe ich nicht so drauf, weil die lassen sich nicht so sonderlich gut auftragen. Aber der hat schon den flachen. Ach, jetzt habe ich mir da auch noch drüber gemalt. Oh, der ist so schön, die Farbe. Den kann ich mir so schön irgendwie vorstellen, wenn ich abends weggehe oder so und einfach irgendwelche Akzente setzen will. Ich finde die Farbe so, so schön. Die eine, also die Farbe finde ich ganz, ganz toll, ne? Aber die ist auch ganz toll. Und ja, Nagellacke sowieso bin ich ganz Fan von. Dann hatte sie mir noch von P2 diesen 070 Marlene Dietrich aus der Colorstar LE geschickt. Und den trage ich auch im Moment gerade auf den Lippen. Und der ist so mega deckend. Ich zeige euch das mal. Ein so ein Code ist also wirklich Hallo. Das ist so wie, das ist also, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Mir fehlen gerade auch die Worte, ne, über das ganze Paket. Und ja, die Farbe ist einfach so deckend und ja, sie klebt ein bisschen, aber das ist ja, das ist Lipgloss, das ist verständlich. Und dann haben wir die letzten zwei Produkte. Hat sie mir noch einen. Ach, jetzt kriege ich den nicht auf. Uff, jetzt hat sie mir auch noch einen Lidschatten geschickt. Das ist so ein Trio und der Nummer 50 Silver Milky Way. Und ich finde das Schwarz, finde ich ganz toll. Das ist ganz, ganz pigment, ganz arg, nicht so arg pigmentiert, aber der lässt sich so gut verreiben. Und ja, Silber, oh, der Silber ist richtig arg pigmentiert, wie man sieht. Oh, mal gucken, wie das mit dem Weißen ist. Ist das weiß oder so? Der Weiß ist auch ganz schön arg pigmentiert. Also, wow, Hut ab, ne, für P2, dass sie so krass pigmentierte Sachen haben. Ich hätte es nicht gedacht. Und dann hat sie mir noch ein Rival de Loop Style Groove Lip Gloss in der Nummer 01 Vanilla Kisses geschickt. Habe ich natürlich auch schon reingetatscht. Und das sieht, ach oh Gott, jetzt habe ich irgendwie, ach oh nein, jetzt bin ich da tatsächlich mit dem Finger, mit dem ich gerade eben in den schwarzen Lidschatten ran, bin ich tatsächlich jetzt in die Tube rein. Oh, ich bin so ein doof Vogel, ey, das gibt's gar nicht. Kacke. Upsi. Mist. Ja, auf jeden Fall, das ist so ein Pinker, ne? Jetzt habe ich natürlich so schwarz drin, finde ich jetzt nicht so schön. Ja, so sieht der aus. Boah, den werde ich nachher vielleicht auch mal auftragen. Oh, der ist ganz zart und rosa. Ich finde diese Papierverpackung ganz süß eigentlich. Jetzt habe ich natürlich meine Hände voll mit Lidschatten und Lipgloss und sonstigem. Und ja, das war mein Tauschpaket von der Angelina und ich freue mich ganz arg darüber. Und ich werde jetzt gleich erstmal eine Nachricht schicken, dass ich das alles bekomme. Auch jetzt habe ich mir auch noch Nagellack ins Haar geschmiert, weil die beiden noch nicht trocken waren. Und ich glaube, es wird der Zeit, dass ich wirklich ja, abschließe hier. Und ja, wer auch immer ein Tauschpaket mit mir machen will, ja, schickt mir einfach eine Nachricht oder hinterlasst mir einen Comment und ich komme zurück zu euch, gell? Und ja, das war's von mir. Tschüss!